Namaste. Mein Name ist Doris Friedrich. Ich arbeite als Stressbewältigungs- und Entspannungstherapeutin und gebe Kurse hier im BTB. Ich habe eine Yin-Yoga-Sequenz für euch vorbereitet. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr Körper und Geist entspannen könnt und gleichzeitig die Faszien dehnt, dann bleibt dran und macht gleich mit. Yin-Yoga ist eine passive, ruhige Art, Yoga zu üben. In diesen Übungen verbleiben wir circa 90 Sekunden. Fortgeschrittene können das auch schon länger halten, aber wir praktizieren das heute mit 90 Sekunden und bleiben dann in diesen Positionen in den Asanas. Ja, für Yin-Yoga brauchen wir Hilfsmittel. Ein Kissen wäre gut. Ich habe mein Yogakissen dabei. Ihr könnt aber auch eine andere Unterlage wählen, auf der ihr gut sitzen könnt. Sehr hilfreich ist auch immer eine kleine, zusammengefaltete Decke. So griffbereit liegen haben, dass man sie immer dann einsetzen kann, wenn man sie vielleicht braucht. Sonst arbeite ich auch mit meinen Yoga-Blöcken, aber die hat heute mein Buddha für sich reserviert und insofern geht's auch ohne. Okay. Ja, ich würde sagen, wir starten. Kommt auf eurer Matte an, auf dem Kissen und nehmt eine bequeme Haltung ein und lasst euch einfach ein auf Yin-Yoga. Atmet ein und aus und schließt beim Ausatmen die Augen und kommt hier an. Vielleicht möchtest du zwei, dreimal tief ein- und ausatmen. Halte deine Augen geschlossen, lege deine Hände aneinander und reibe deine Hände und lass ganz viel Wärme und Energie entstehen. Lege deine Hände über deine geschlossenen Augen. Öffne deine Augen und zieh deine Hände zur Seite. Ja, wir sind wieder da und beginnen mit den Asanas. Du kannst für die erste Übung auf deiner Unterlage sitzen bleiben, wenn sie richtig schön bequem ist und wenn sie nicht zu hoch ist. Wenn sie zu hoch sein sollte, kannst du dich auch auf die gefaltete Decke setzen. Wir gehen in den Schmetterling. Stell die Füße auf, nebeneinander, und dann teste mal aus, wie nah du sie haben möchtest oder wie weit entfernt, so dass es sich gut anfühlt für dich. Wir atmen ein und mit dem Ausatmen lassen wir die Beine, die Knie zur Seite sinken, so wie Schmetterlingsflügel. Beuge dich etwas nach vorne und dann greif entweder deine Füße oder lege die Hände zur Seite. Das kannst du machen, wie es für dich passt. Einatmen und mit dem Ausatmen runden wir den Rücken, legen die Unterarme auf den Unterschenkeln ab und lassen uns hineinsinken in die Haltung des Schmetterlings und lass den Atem fließen. Lass ganz locker. Wenn du magst, lässt du den Kopf hängen, sodass der Kronenpunkt, der höchste Punkt des Kopfes, zum Boden ausgerichtet ist. Und dann spüre auch mal die Dehnung im Beckenbereich, im unteren, im mittleren, aber auch im oberen Rücken. Im Schulterbereich lässt du ganz los. Und du kannst gerne die Augen schließen, um auf diese Art und Weise noch mehr bei dir anzukommen. Und durch das Ausatmen sinkst du unmerklich sanft weiter in die Dehnung
ohne zu forcieren. Einfach nur geschehen lassen. Nimm noch 2, 3 tiefe Atemzüge. Und dann komm mit dem Einatmen ganz langsam, wie in Zeitlupe, wieder nach oben, richte dich auf. Die Muskeln möchten nach einer so langen Dehnungshaltung nur ganz langsam wieder zurückkommen in ihre ursprüngliche Form und jetzt halt etwas aufgedehnter. Okay, als nächstes kommen wir in den Kranich, auch eine sehr schöne Übung. Dafür bleiben wir auch auf der Unterlage sitzen. Wir strecken dieses Bein aus. Das andere Bein stellen wir an und schauen, dass die Ferse unter dem Knie steht. Und das ausgestreckte Bein, da probierst du mal aus, wie weit möchtest du das ausstrecken. Das kommt überhaupt nicht darauf an, möglichst weit zur Seite zu dehnen, weil dann könntest du eventuell einen Krampf bekommen. Also schau mal, dass du eine leichte Dehnung spürst, aber eben, dass es passabel ist. Dann lege deine Hand auf das ausgestreckte Bein. Der andere Arm geht nach oben und wir atmen ein. Und ausatmend legen wir uns über das ausgestreckte Bein. Die Hand wandert weiter runter, bis zum Fuß vielleicht. Probiere mal aus. Der aufgestellte Fuß bleibt in der gleichen Position wie am Anfang. Und du kannst in dieser Übung ganz intensiv eine Flankendehnung spüren. Und dein ausgestrecktes Bein wird auch lang aufgedehnt. Dein Fuß kannst du ganz locker lassen. Wichtig ist, dass dein Bein lang ausgestreckt bleibt. Und lass den Atem fließen. Und wenn es dir zu anstrengend sein sollte, den Arm die ganze Zeit so zu halten, dann kannst du auch gerne den Unterarm am Hinterkopf ablegen. Das mache ich ganz gerne. Das ist noch entspannter. Und dann lass mal los. Über das Ausatmen. So tief in die Haltung einsinken, wie es für dich gut ist. Nimm noch 2, 3 tiefe Atemzüge. Und dann komm wieder langsam, du weißt ja schon, wie in Zeitlupe, wieder zurück. Und locker vielleicht mal die Beine etwas aus, bevor wir die andere Seite praktizieren. Dann streck das andere Bein aus. Den anderen Fuß anstellen. Denk wieder dran, dass die Ferse am besten unter dem Knie steht. Lege deine Hand auf das ausgestreckte Bein. Den anderen Arm ziehst du lang hoch. Einatmen und ausatmend lehnst du dich ganz sanft und entspannt in die Haltung über das ausgestreckte Bein. Und vielleicht möchtest du auch hier auf dieser Seite deinen Unterarm am Hinterkopf ablegen.
Probier das für dich aus. Und spür jetzt die Dehnung der Flanke auf der anderen Seite, der Seite mit dem aufgestellten Bein. Und komm über das Ausatmen immer weiter in die Dehnung. Es soll kein Schmerz zu spüren sein, nur ein Wohlweh, so wie wir es im Yin-Yoga nennen. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest aus der Haltung herauskommen oder einfach nur ein Stückchen zurückkommen, dann kannst du das jederzeit tun. Nimm noch 2, 3 tiefe Atemzüge. Und mit dem nächsten Einatmen kommen wir wieder hoch, lösen uns aus der Position. Legen mal die Unterlage oder das Kissen zur Seite. Setzen uns ganz bequem hin. Stützen die Arme hinter uns ab. Und dann pendeln wir mit den Knien hin und her. Einmal ganz locker lassen. Ja, ich hoffe, dass es dir bisher alles gut bekommen ist, was du tust, und denke immer daran, im Yin-Yoga geht es nicht darum, in die Haltung besonders intensiv hineinzugehen oder die Haltung perfekt zu machen, sondern es geht darum, dass du für dich deinen Weg findest, wie du dich wohlfühlst beim Dehnen. Okay. Ich habe jetzt eine andere Übung für euch, und zwar heißt die der Schwan. Lege dir das Kissen oder aber die Decke, die zusammengefaltete Decke, schon mal in die Nähe deiner Hand, dass du dann auch zugreifen kannst, wenn du sie brauchen solltest. Wir kommen in den Vierfüßler. Fußrücken auflegen, Knie hüftbreit auseinander. Die Hände unter den Schultern aufgestellt, aber wir stellen die Hände jetzt noch etwas weiter nach vorne. Eine Handlänge vielleicht. Und jetzt ziehen wir mit dem nächsten Einatmen das linke Bein, das linke Knie ganz weit nach vorne zur linken Hand. Und dann probier mal aus, ob du mit dem linken Fuß zum rechten Mattenrand krabbeln kannst. Und wenn das nicht klappt, dann ist das nicht schlimm, überhaupt nicht. Jetzt kommen wir auf die Unterarme. Ich rutsche mal ein bisschen weiter runter auf meiner Matte. Ich merke gerade, dass ich dem Buddha zu nahe komme. Okay, also, wir sind auf den Unterarmen. Und jetzt stell dir mal vor, dass jemand an deinem ausgestreckten Bein ganz sanft zieht. Also wirklich ganz sanft. So, dass deine Leiste sich noch weiter öffnet und noch weiter zum Boden kommt. Dein Oberkörper legst du auf dem Oberschenkel ab. Und jetzt finde eine Position, in der du dich entspannen kannst. Du kannst deinen Kopf direkt ablegen auf der Matte. Ich baue mir ganz gerne immer einen Fäusteturm. Da kann ich mich immer sehr schön entspannen, aber probiert das mal aus. Wichtig ist, dass ihr auch die Schultern ganz loslasst. Stellt euch einfach mal vor, dass nur noch eure Knochen euren Körper tragen und die Muskulatur vollkommen entspannt ist. Und ihr habt jetzt eine ganz wunderbare Dehnung im Gesäßmuskel und auch im Lendenmuskel des angewinkelten Beines. Rücken entspannt, Schultern entspannt und auch der Geist kann sich entspannen. Lass los. Nimm noch 2, 3 tiefe Atemzüge.
Und dann stell die Hände wieder auf und komm langsam hoch in den Vierfüßler und strecke einfach mal das angewinkelte Bein etwas aus und locker dich. Und dann gehen wir auch gleich zur anderen Seite. Stell die Hände wieder eine Handlänge weiter nach vorne. Und jetzt nehmen wir mit dem Einatmen das rechte Knie weit nach vorne zur rechten Hand. Und jetzt krabbel mit dem rechten Fuß zum linken Mattenrand. So weit, wie es eben geht für dich. Wir kommen auf die Unterarme. Und ich bin schon wieder nach vorne gerutscht. Ich rutsche wieder ein Stück zurück. Okay. Und jetzt stell dir vor, dass jemand wieder an deinem Fuß zieht. Diesmal am linken Fuß. Ganz sanft. Spür die Aufdehnung deiner Leiste, wie du dich vielleicht dem Boden weiter näherst. Aber wenn es nicht klappt, dann ist das auch nicht schlimm. Und jetzt kommen wir wieder in die entspannte Position. Lege dich mit dem Oberkörper auf dem rechten Oberschenkel ab und finde wieder deine Ruheposition. Lass die Schultern los. Der Rücken entspannt sich. Und der Gesäßmuskel der rechten Seite wird intensiv gedehnt, der Lendenmuskel ist auch beteiligt. Und die linke Leiste wird schön aufgedehnt. Und auf diese Art und Weise kommen wir an die Faszien. Dehnen sie auf. Genauso wie die Muskeln, die Sehnen, die Bänder. Und komm für einen Moment zur Ruhe. Noch 2, 3 tiefe Atemzüge. Und mit dem nächsten Einatmen stell deine Hände wieder auf und löse dich wieder aus der Position. Und jetzt komme für einige Atemzüge in die Rückenlage und spür einmal nach. Und dann stell die Füße wieder auf. Lasse die Knie zu meiner Seite sinken und komm über die Seite wieder nach oben. Komm zurück in den Sitz. Ja, jetzt praktizieren wir den kleinen Frosch. Ich weiß nicht, warum er kleiner Frosch heißt, aber es ist so. Dafür kommen wir jetzt einmal in den Fersensitz. Und dann öffnen wir die Knie, die Oberschenkel, so weit, wie es sich gut anfühlt, dass du eine leichte Dehnung spürst, aber nicht so, dass es wehtut. Das ist wichtig. Ich übe jetzt ja nach vorne, dadurch lege ich mir jetzt eine Decke hier hin. Wenn du auf deiner Matte lang bist, lang ausgestreckt bist, dann brauchst du das natürlich nicht. So, wir gehen jetzt mit den Unterarmen auf die Matte oder die Decke. Und dann spüren wir schon, wie sich beide Leisten aufdehnen. Dann mach die Arme lang und lege deinen Kopf ab. Auf eine Seite legen, wenn es geht. Ansonsten kannst du auch einen Fäusteturm bauen oder einfach die Stirn ablegen.
und werde auf die Art und Weise jetzt mal durch das Ausatmen ganz weich und schwer. Und du kommst jetzt mit deinem Rücken in eine ganz sanfte Rückbeuge und das ist auch so gewünscht. Und lasse deinen Geist wieder zur Ruhe kommen. Finde deinen Ruhe- und Rückzugsraum. Und du kannst gerne zwischendurch einmal die Seite, die Lage deines Kopfes verändern. Leg dich auf die andere Seite, so dass es für den Nacken angenehm bleibt. Schultern entspannen. Und vielleicht magst du dir auch vorstellen, wie sich dein Herzraum nach oben ausweitet, ganz viel Raum bekommt. Atme noch 2-3 Mal tief ein und aus. Dann stell die Hände auf und roll dich langsam nach oben. Ja, und komm erst einmal wieder an. Streck die Beine mal aus, mach die Beine ein bisschen locker. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, wir nähern uns so langsam der letzten Übung, bevor wir in die Tiefenentspannung gehen. Und zwar ist das die gedrehte Wurzel. Ja, klingt auch lustig, aber es ist eine sehr, sehr effektive Drehung, Dehnung für die untere, für den unteren Rücken, die Lendenwirbelsäule. Komm doch einfach mal in die Rückenlage. Okay. Leg die Arme zur Seite und jetzt hebe mal dein Gesäß etwas an und bringe es ein Stückchen nach links. Jetzt nehmen wir die Beine hoch, angewinkelt und schlage das linke Bein über das rechte. Und jetzt bringen wir mit dem nächsten Ausatmen die Knie zur rechten Seite. Probiere mal aus, ob das für dich geht. Und wenn nicht, ist das nicht schlimm. Dann kannst du dir zum Beispiel deine Decke greifen und unter die Knie legen, sodass du dich entspannen kannst. Und du spürst eine ganz intensive Dehnung im Lendenbereich. Die Bandscheiben freuen sich jetzt. Endlich kümmert sich mal jemand um die Bandscheiben. Und den Kopf kannst du lagern, wie es für dich passt. Einfach nach oben schauen mit der Nasenspitze oder zu der Seite, zu der du dich gerade drehst. Schließ die Augen. Und vielleicht spürst du, dass du ganz sanft und unmerklich mit den Knien immer etwas weiter zum Boden kommst, ohne zu forcieren. Halte noch 2-3 Atemzüge. Mit dem Einatmen langsam lösen. Zurückkommen zur Mitte. Einmal die Beine lang machen, locker machen. Die Füße wieder aufstellen. Das Gesäß anheben. Jetzt zur rechten Seite bringen. Bein nach oben. Anwinkeln. Rechtes Bein über das linke schlagen. Und dann dreh dich, dass du zur linken Seite mit den Knien kommst. Und auch hier wieder überprüfen, ob du etwas unter
deine Knie legen möchtest und gehe nur so weit, wie es dein Körpergefühl sagt, ja, so ist es richtig für mich. Entspanne die Schultern. Lass alle Muskeln los. Und vielleicht spürst du auch auf dieser Seite, wie du mit jedem Ausatmen mit den Knien weiter zum Boden sinkst. Und wenn das nicht so sein sollte, dann ist das auch in Ordnung. Nimm noch 2, 3 tiefe Atemzüge. Und dann komm langsam wieder zurück. Und dann streck dich aus. Mach es dir bequem. Und wir gehen noch für einen Moment in Shavasana, die Tiefenentspannung. Dein Atem fließt ganz sanft und du spürst deinen Körper. Deine Fersen, wie sie die Unterlage berühren. Deine Beine. Das Gesäß, der ganze Rücken, die Schultern, die Arme und die Hände, der Hinterkopf, wie er den Boden berührt. Atme noch 2, 3 Mal tief ein und aus. Dann stell die Füße auf. Lasse deine Knie zur rechten Seite sinken. Komm zu meiner Seite hoch. Komme zurück in den Sitz. Ja, ich hoffe, dass diese Yin-Yoga-Sequenz euch gut getan hat und dass ihr euch jetzt wohl fühlt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder reinschaut. Namaste!